oder ist es nicht gut? Ja. Sag mir mal ein Kuss. Kannst du das? Naja, ich habe einmal das ganze Buch fotografiert und dann habe ich den einzelnen. Ja, machen wir aber. Das wäre schon nicht unspannend. Ja, ich glaube, die sind alle begeistert. Am 30. Juni werden 101 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte darüber abstimmen, ob im Schulhof überhaupt gebaut werden darf. Der Bezirk kann dafür nur eine Empfehlung abgeben. Der Bezirk entscheidet es nicht. Es liegt also in der Hand des Bürgermeisters bzw. des Gemeinderates. Und ich appelliere an alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, doch für uns zu sein, für die Schule, für die Bildung, für gerechte Bildungschancen für alle, die im GRG 17 zur Schule gehen. Man kann die Kinderrechtskonvention für 650 Schülerinnen nicht einfach für 2 Jahre außer Kraft setzen. Das geht einfach nicht. Ja? Wir wollen das nicht, es hat mit uns nie jemand gesprochen und wir wollen nicht, dass über unsere Köpfe hinweg entschieden wird. Wir verlangen noch einmal nachdrücklich eine Bürgerversammlung und ein Bürgerbeteiligungsverfahren, in dem wir auch gehört werden. Wir sind zwar keine permanenten Anrainer, aber wir sind dort den ganzen Tag von 8 bis um 17 Uhr und müssen dort auch die Schulpflicht erfüllen bzw. Unterricht abhalten auf einem hohen Niveau. Darum ersuche ich noch einmal den Herrn Bürgermeister, einen anderen Standort für eine Garage in Hernals zu finden. Es ist eine schlechte Idee, eine Tiefgarage zu bauen. Also es ist ein Blödsinn, einfach mal, weil es ist laut für die Maturanten dann auf jeden Fall. Und wir haben jetzt schon zwei Jahre insgesamt eine Baustelle und jetzt kommt dann die nächste wieder. Bei uns wurden die Fenster ausgebaut, jetzt der Turnsaal, also jetzt und dann können wir Fenstern. Ja, jetzt den Festsaal auch. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall unverantwortlich, in einem Schulhof eine Tiefgarage zu bauen und die Schüler zu belasten, egal ob ältere oder jüngere. Meine Meinung, also ich spreche jetzt für die Schüler, ist einfach, dass es ein Blödsinn ist, eine Tiefgarage in einem Schulhof zu bauen, weil es einfach die Lärmbelästigung ist und einfach unser Schulraum ist und niemand will bei seinem Arbeitsplatz einfach so einen Lärm haben. Und ja, deswegen versammeln wir uns einfach hier und hoffen halt, dass irgendwie doch die Gemeinderäte davon von uns überzeugt sind, dass wir dagegen sind, damit sie es auch wissen. Dem Clubzwang Ade zu sagen und wirklich nach bestem Wissen und Gewissen abzustimmen, ob es den Schülerinnen und Schülern im GRG 17 Geblergasse zumutbar ist, dass sie 2 Jahre keinen Schulhof haben, 2 Jahre auf einer Baustelle in die Schule gehen und dann dafür aus Gegenleistung sozusagen einen betonierten Hof erhalten. Unser Schulhof ist ein sehr wichtiger Punkt für die ganzen Schüler in Sachen Pausen. Der Schulhof entspannt uns und dadurch können wir auch besser lernen. Durch diese Tiefgarage, was meiner Meinung nach nicht sinnvoll ist, da es sehr viele andere Lösungen geben könnte. Der Gemeinderat beschließt, wenn die Flächenwidmung kommt, dann schaut es nicht gut aus. Also bitte bei der Stange bleiben. Besten Dank noch fürs Kommen auch. Und für Lehrer waren auch einige da.
Die Forderungen sind ganz klar. Wir haben einen Anrainer, der hat seine Forderungen zu Papier gebracht. Die sind auch eindeutig. Wir wollen die Garage nicht, wir brauchen sie nicht, die Schule braucht sie nicht. Eindeutige Botschaft an die Politik. Bitte dranbleiben und mit allen Leuten sprechen. Herzlichen Dank.